Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Egedodum zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ihr seht es schon, ich habe viel Stein. Wir können weiterbauen an dem Turm. Aber erstmal muss ich hier, ohne zu sterben, ins Bettchen kommen. Einmal bis zum Tag. Schnell bis zum Tag hier schlafen. So schaut's aus. Bei Nacht arbeiten, das wäre ein bisschen blöd. Ja. Das sollten wir eigentlich nicht so machen. Und dann bauen wir heute mal weiter. Oh, ein Skelett, ein brennendes Skelett. Nein. Skelett am Tag. Ja. Das war's auch mit dem Skelett. Ja. Dann bauen wir heute mal an dem Turm weiter. Etage Nummer 2. Mal schauen, wie das so aussehen wird. Die Leiter können wir eigentlich schon abbauen. Wir haben nämlich innen eine kleine Treppe nach oben. Jo, so schaut's aus. Können wir auch mit ein paar Leitern arbeiten. Das wäre immer nicht schlecht. Wäre immer eine Idee. Dass der Turm mit Leitern zurückklimmen müsst. Achte habe ich noch dabei. Hier. Achte. Acht Leitern. Kann man auch so machen. Können wir ja bei den nächsten Etagen, bei Etage 2 und Etage 3 machen. Erstmal wird das Gerüst hier weitergebaut. Na, was heißt Gerüst? Die Etage wird weitergebaut. So, hops. Die Frage ist, wie hoch machen wir das jetzt noch? Können wir uns das mal angucken, wie hoch die Etage Nummer 1 ist? An der höchsten Stelle. Ja, da habe ich nicht viel mit dabei. Ich habe Kies. Okay. Dann bauen wir uns mit Kies mal ein bisschen hoch. Schnee innerhalb des Turms. Auch gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und der 10. ist dann schon das Dach. Okay, 10. Ist das hoch? Das ist ziemlich hoch. Auf eine Etage, aber ja. 10 Blöcke auf den Boden. Also 11 insgesamt. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Na, ich glaube, ich muss mich da mal hochbauen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, die Hälfte haben wir. Nice. Das heißt, da wird noch ein bisschen hochgebaut. Also noch ein bisschen weiter auf der Himmelsleiter. Hops. Nein, das war nicht beabsichtigt. So sollte es nicht sein. Weg mit dir. Obwohl, auch nicht schlecht, aber ja. Die Form sieht auch nicht schlecht aus. Aber so soll es. So, 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 so. Etage Nummer 6. Nein, nicht Etage Nummer 6. Ebene 6. 6. Da brennt noch einiges im Ofen. In dem Keller. Aber ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen was mit dabei, reicht für ein paar Ebenen. So, Ebene Nummer 7.
Zack, zack, das wird ganz gigantisch hier. Runterfallen sollten wir auf keinen Fall hier. Da sind wir instant tot. Das ist aber mal klar. So hoch ist der Turm schon. Bei Turmarbeiten sollte man nach bester Möglichkeit nicht fallen. Das wäre tragisch. Boah, schaut mal. Ich bin schon höher als das Haus. Also ich bin jetzt hier wahrscheinlich auf der Kirchturm, auf Kirchturmniveau. Ja, und baue immer höher, bis uns endlich hier. Zack, zack, zack. Also Ebene 8. Na, Ebene 8. Weiter, weiter, weiter. Das sieht ja jetzt schon gigantisch aus, wenn ich hier hinunter blicke. So, hier entlang entsteht eine Gerade. Zack, eine gerade Ebene. Da, zack, so, zack. Boah, ich glaube, das wird ein gigantisches Projekt hier. Das wird auch hier noch Ebene 9. Es wird auch mit Sicherheit, wir bauen mal in die andere Richtung zur Abwechslung. Das wird hier gigantisch hoch. Eine dritte Etage will ich da auf jeden Fall nochmal drauf setzen. Können wir gucken, was mit der vierten dann aussieht. Oh, Stein ist alle. Aber ja, vorsichtig. Ich glaube, den Fallschaden können wir uns erlauben. Oder nicht? Naja, geht. Sollten wir trotzdem mal ein bisschen höher bauen, die Leiter. Okay, das war Bruchstein. Das wollte ich nicht verschwenden. Zack. So, zacki. Ja gut, und da meine Leiter angesetzt, haben wir ja hier meine provisorische Bauleiter. Na, nicht fallen. Zack. Nein, so war das nicht gewollt. Jo, da geht es dann hier hoch. So kann es auch gehen. Hervorragend. Dann holen wir nochmal noch ein bisschen Stein. Ja, das wird schon größer. Ich glaube, bei Ebene 9 sind wir stehen geblieben. Noch eine machen wir oben drauf. Ja, sieht jetzt nicht ganz elegant aus, sieht ein bisschen unförmig aus, aber ja, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber immerhin kein nur eckiger Stein. Dahin wird es ein bisschen flacher, aber ja, gut. Bin gespannt, wie es dann mit der dritten Etage, die dann wieder gerade ist, aussieht. Haben wir jetzt so einen Wulst in der Mitte. Auch nicht schlecht. Können wir da noch irgendwas reingravieren? Okay, das hat auf jeden Fall gereicht, um hier ordentlich nachzulegen. So, dann kannst du mal wieder weiter brutzeln, brutzeln. 56 Steine habe ich hier. Alles klar. Und ja, weiter geht's mit dem Turm. In die Höhe. Ja. Hat so ein bisschen Stil von einem aufgeschlagenen Buch, so von Buchseiten. Könnte man meinen, könnte man denken. Da noch Fenster rein. Ja, es ist wichtig, dass da irgendwann mal Fenster reinkommen. Können wir dann im Nachhinein machen.
Müssen wir dann hier noch ein Gerüst erstellen, wie es ausschaut. Ja. Dann wird wahrscheinlich innen drin sowieso noch einiges passieren an den Räumen. Und dann Schussschanzen und so weiter. Na komm, hoch hier. Hops. Die Leiter hoch. Ebene 9. Denke ich mal, dass er das ist. Und dann kommt Ebene 10 drauf. Ebene 10 ist, glaube ich, schon die Dachebene. Ja, so war's, glaube ich. So. Und dann Ebene 10. So. Können wir gleich zudecken hier mit Ebene 10. Können wir gleich eben machen und gleich versuchen, das Rechteck wieder hinzukriegen. Ah, verdammt, das ist nicht gut. Fallschaden ist gar keine gute Idee. Oh, die Sonne geht unter. Schnell ins Bett. Da bin ich ein bisschen nachtscheu. Und das ist eigentlich nicht so eine gute Idee, bei Nacht zu arbeiten. Aber der Bruchstein ist eh gleich fertig. Und die Leiter können wir nicht mal wirklich voll beenden. Nicht mal wirklich nutzen. Oh Mann, das reicht doch nicht bis zu Ende. Ja, weil wir was zu decken wollten. Ja gut, kommen wir nochmal vorbei. Hier nicht runterfallen, auch nicht nach innen. Das wäre brutal. Verdammt! Okay, nur noch 2 Herzen. Wir sollten mal was essen, wo unten sind. Es wird dunkel, schnell ins Bett. Bevor der Mond aufgeht. Der Mond ist schon aufgegangen, aber bevor die Sonne ganz unten ist, sollten wir auf jeden Fall im Bett sein. Ja, Angst vor der Nacht in Minecraft. Die Monster, die kommen doch dann sofort raus. Ja. Rein ins Haus und hoch ins Bett. Ja, zack. Schlafen. Nächster Morgen. Sehr nice. Holen wir uns ein bisschen was an Stein. So. Kiste voll Dreck. Okay. Können wir auch gebrauchen. Okay, hier wird weiterhin Stein gebrannt. Ein bisschen Bruchstein nachlegen. Ein bisschen Kohle nachlegen. Sehr gut. Und weiter geht's. Ist zwar nicht mehr viel, was wir jetzt geholt haben, aber ja, ein Schwein. Ach, essen wollten wir ja. Ja, das mit dem Fallschaden ist kritisch. Hier sollten wir auch nie Fallschaden kriegen, wenn wir hier runterfallen. So, was haben wir denn hier Gutes? Gleich einen Stein verschwendet. Ja, so kann es auch gehen. Holen wir uns gleich Neues. Ist bis jetzt schon gebrannt. So, Brot haben wir hier ein bisschen was. Können wir schnabulieren. Na komm, ja, der Hungerbalken ist auch ordentlich. Na, ganz aufgefüllt wird es vielleicht nicht, aber ein bisschen was. Naja, hilft es vielleicht, dass wir nicht sterben, runterfallen. Sehr gut, 31. Da wird weitergebaut, 31 Steine. Haben wir erstmal an das Taghell, so mag ich es doch am liebsten fürs Bauen. Ja.
hinauf hier. Zack, 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 zack. Okay, da müssen wir wahrscheinlich eine Luke reinbauen, dass wir hier hoch können. Können wir dann später schließen. Durch was anderes ersetzen. Ich habe jetzt keine Spitzhacke mit dabei, daher müsste halt hier diese Steintextur mal begutachten. Okay, sehr gut. Mach hier mal so eine Luke. Provisorisch rein. So, zack, zack. Zack. Zack, erstmal so zuschließen. Müssen wir vielleicht gleich noch ein bisschen was wegnehmen. Versuch wieder das Quadrat hinzukriegen. Nicht das Quadrat. Ist ja fast ein Quadrat, aber auch nur fast. Nein, verschwendet. Na komm. So. Da. 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 So, jetzt hier nicht runterfallen. Wenn die Ebene sicher ist, dann ja, dann können wir gleich die Leiter nehmen, um es hochzubauen. Oh, verdammt. Wenn die Ebene geschlossen ist, dann bauen wir dann eine Leiter nach oben. Können wir so machen. Zweite Ebene zur dritten Ebene. Leiter. Schon alle. Okay. Nehmen wir mal den Weg, der ist breiter. Und runter die Leiter, den sicheren Weg. So, alles klar. Noch ein bisschen Stein holen, ist schon was gebrannt in der Zeit. Okay, okay, okay. Ja. Es wird interessant, wie wir den, ja, wie wir das Rechteck wieder hinkriegen. Müssen wir uns vielleicht irgendwie Markierungen schaffen. Ist eigentlich nur zum äußeren Look, damit es hübsch aussieht. Hat keine Funktion. So ein bisschen Bruchstein nachlegen können wir. Viel haben wir nicht mehr mit dabei. In der Kiste ist noch einiges. Bruchstein. Nämlich können wir was wiederholen aus dem Tunnelsystem. Das ist einiges noch an Bruchstein zu bauen. Okay. 20. Ja, muss erstmal reichen. Und weiter geht's. Vielleicht reicht das erstmal, um das Dach zuzudecken. Schauen wir mal, wie wir das dann wieder eckig machen. Und dann oben weiter bauen. Erstmal Dach schließen, dann schauen wir weiter. Ein gigantischer Turm, der bis in den Himmel ragt. Jo. Und hinauf. Na, hinauf, sagte ich. Zack. So, und dann wird hier zugemacht. So. Et voilà. Das haben wir gleich. Irgendwie auch ein bisschen gefährlich hier als Arbeiter. Auf dem Turm keinerlei Sicherungsmaßnahmen, kein Netz, kein gar nichts. Ja, wenn wir hier runterfallen, mal von oben, sind wir im Arsch. Von der Höhe ist das tödlich. Ja. Ein monumentales Bauwerk, was wir da errichten. Ich würde mal sagen, das sieht am Ende auf jeden Fall hübsch aus.
Da, ich stelle es mir zumindest gut vor, wenn da noch eine recht eckige Sache drauf kommt. Kann gut aussehen. Autsch! Da sind wir hart auf den Boden aufgeschlagen. 15. Ja, wird immer weniger. Wir sind zu schnell fertig mit Bauen. Muss ich aufscreen, wollen wir mal wieder ein bisschen sammeln. Brot. Bringt ein bisschen. Macht ein bisschen satt und. Er bringt die Herzen zurück. Können wir hier beim Bau auf jeden Fall gebrauchen. Na dann, machen wir es zu Ende. 15 werden reichen, um es zu schließen. Etage 3 dann. Demnächst. So sieht's aus. Als nächstes die Leiter zur nächsten Ebene schaffen. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was holen. Ein bisschen was craften. Zack, zack. Am besten gar nicht verbauen. So, zack, 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 zack. So, zu haben wir es und noch einen Stein übrig. Da wäre mal interessant herauszufinden, wo es dann weitergeht. Wo das Quadrat dann hinkommt. Quadrat sage ich die ganze Zeit. Ja, die dritte Ebene. Eigentlich die dritte Etage. Hübsch sieht es hier innen aus. Inneneinrichtung lässt auch. Ja. Lässt noch zu wünschen übrig, weil nicht viel drin ist, aber ja. Eindrucksvoll hier in der zweiten Etage. Auf jeden Fall eleganter als so ein Rechteck hier unten. Ja. Sollte man überlegen, ob man es nicht weitermacht. Aber das wäre dann auch ein bisschen. Tja. Fast wie eine Orgel, könnte man sagen. So ein bisschen Orgel, Kirchenorgel. Stil, direkt gegenüber von der Kirche. Ja, hat sowieso die Pfeifen von der Orgel. So ein bisschen sieht so aus, oben auf dem. Das müssen wir ändern. Da muss oben noch was drauf kommen. Wie wir es machen, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Ich würde hart dazu tendieren, dass wir da oben wieder quadratisch machen. Müssen wir vielleicht mal raufgehen und mal mit Erde oder so weiter, haben wir ja Natur, Erde, mal ein bisschen eine Markierung machen. Joa. Es wird schon der Abend. Hier aus dem Fenster kann ich das auch noch mal angucken. Nice. Den Turm aus dem Fenster beobachten. Nicht schlecht. Ja, mein Bett habe ich hier ins obere Geschoss verstellt. Ja, dann würde ich mal sagen, gute Nacht, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Part ist. Wie lange der Part schon geht, aber wie auch immer. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Die Sonne geht schon unter. Da sehen wir den Sonnenuntergang. Nice. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Haut da rinne, man sieht sich. Bis dahin. Gute Nacht. Haut da rinne. Ciao, ciao.